Jo, Servusler zum weiteren Part Giannas Return. Machen wir weiter gegen den. Gegen die Mumie oder was auch immer. Da haben wir letztes Mal total abgekackt. Ja, ich musste leider feststellen im Nachhinein, beim Anhören der Videos, die ich aufgenommen habe, dass es mal wieder gewaltig raschelt und rauscht, das Mikrofon. Es liegt aber gar nicht am Mikrofon selber, verdammt. Es liegt schlicht und ergreifend einfach an meinem Vollbart. Aber im letzten Part war es, zumindest in den soundfreien Bereichen, wo ich gesprochen habe, schon arg zu hören. Oh, verdammt! Ist auf jeden Fall arg zu hören, dass es so einen Rascheleffekt gibt. Das ist einfach der Bart, der ans Mikrofon stößt beim Reden. Wenn ich das Headset anders aufsetze, so dass das Mikrofon nicht den Bart berührt, dann ist es so nah am Mund, dass es übersteuert. Also ich habe noch keinen vernünftigen Mittelweg gefunden. Und ich weiß auch nicht, wie ich das anders lösen soll. Verdammt, geh weg. Geh weg, schon wieder Game Over. Und jetzt nur wegen den Let's Plays möchte ich jetzt mich nicht unbedingt rasieren. Sehe jetzt gar nicht ein, der wächst schon eine Zeit lang. Ah, Mann ohne Bart. Könnte auch eine Frau sein. Ach ja, schauen wir mal, ob wir jetzt. Oh, verdammt! Der Grübel hat's in sich. Der Würfel. Oh, danke. Der Würfel, der Endboss ist das jetzt eigentlich. Wir hatten es Hühnchen. Wir hatten einen Eisbären. Was haben wir noch? Hab ich schon wieder vergessen. Das war der letzte Endboss eigentlich. Oh, verdammt! Sie springt ihm permanent. Oh, doll bin ich ja Depp. Nein, die Zacken. Ach, ich hasse Instant Death Scheiße. Ich hasse es einfach. Ja, ich springe ihn auf jeden Fall mit geballter Weiblichkeit auf den Kopf und nichts passiert. Und der berührt mich mit seinen Fingerchen. Und mein halber Energiebalken ist weg. So, schauen wir mal jetzt. Na, ja, toll. Da müssen wir aussuchen können. Stacheln oder Stein. Was wäre wohl der angenehmere Tod? So, jetzt schauen wir mal. Weil das sage ich jetzt schon die ganze Zeit. Aber diesmal schaut es gut aus. Aber das habe ich ja schon mal gemeint. Weg. Oh, oh, oh. Nein, geh weg. Ah, jetzt wird's knapp. Oh, so gut waren wir noch nie. Und schon habe ich abgekackt. Aber ein Leben haben wir noch. Ein Leben haben wir noch, Junge. Wursch, jetzt macht er mich wieder fertig, oder? Geh weg. Ja, ein, zwei Mal noch, dann war's das. Ach komm. Ja, und einmal, dann war's es mit mir. Verdammte Scheiße. Nochmal. Ach ja, ich wollte ihn ja eigentlich als Klopapier benutzen, aber ich glaube, es bin ich, den er sich dadurch die Kimme zieht.
Ach ja, was war jetzt eigentlich der letzte Endboss nochmal? Uah. Steinchen. Ah, geh weg. Instant Death, zacken. Oh, schaut gut aus, schaut gut aus. Hä? Warum? Warum manchmal? Warum? Jetzt kommen wieder Steinchen. Und schon bin ich tot. Aber diesmal hätten wir wieder mal eine reelle Chance. Aber die hatten wir jetzt schon öfter. Oh, genau. Zack und weg. So, so. So, geh weg mit deinen Steinchen da. Auch kein Mensch. Nein! Hä? Warum? Warum? Wie scheiße war denn das jetzt? Verdammt! Also nochmal, schon 7 Minuten an dem Kribbel da umeinander kaspern. Und zack! Steinchen erwischt. Ja, ja, ja. Ach komm, das nächste Steinchen. Schön, schön. Ja, wir können den Part ja Chiana unter Stein nennen. Geh weg. Verdammt, ist wieder alles weg. Und schon bin ich tot. Ey, der Stein trifft dich einmal und zieht die komplette Energie ab. Wie scheiße ist denn das? Und dann muss man den Sauhund noch 1 Million Mal treffen. Und jetzt leckt's. Geh weg. Nein. Verdammt daneben. Und schon wieder getroffen worden. Von diesem Schwein. Warum? Ich verstehe es manchmal nicht. Ab wann darf man den treffen und ab wann nicht? Und warum ist er jetzt so schnell? Und warum hupfe ich in die Zacken? Und warum spiele ich überhaupt noch? Ich schaff's doch sowieso nicht. Verdammt! Doschen, zeige ich einmal ein wenig einen Skill. Ja. Oder noch besser, halt einfach mal die Fresse. Also nochmal, 9 Minuten. Ja, ich glaube, diesen Part werde ich ganz der Mumie widmen. Der Drecksau. Geh weg. Ja, genau. Ich wüsste jetzt auch irgendwie keine andere Lösung, dem irgendwie zu schaden, außer auf den Kopf zu springen. Das zieht immer nur millimeterweise die Energie ab. Verdammt, nicht getroffen. Macht er wieder lange Finger. So.
Uah. Knapp, knapp, knapp. Oh, verdammt, es war zu früh. Oh nein, die Zacken. Verdammt. Werden wir es schaffen oder werden wir es nicht schaffen? Uah, nein, wir werden es nicht schaffen. Und wieder Game Over. Ja, ich glaube, das war das Schwierigste im ganzen Spiel, diese komischen Endbosse. Wobei der letzte relativ einfach war. Ich weiß bloß nicht mehr, was es war. Geh weg. Was war der letzte Endboss nochmal? Es ist mir komplett entfallen. Dabei ist es noch gar nicht so lang her. So. Muss man hier mal ein bisschen aufpassen. Auf die Sau. Macht so der lange Finger. Verdammt. Und wo kommt er? Da kommt er. Wasch. Uah. Knapp, knapp. Na, Doschten, was ist denn los? Die ist gar nicht drauf. Geschafft! Leck mich am Arsch! Geschafft! Eieieiei. Ja, harter Kampf. 12 Minuten. Die Sonne geht unter und ein trockener Wind wirbelt Staub auf. Eine seltsame Gestalt taucht aus dem Nichts auf und kommt näher. Das ist ein Indianer. Gianna, ist hier vielleicht ein Mädchen vorbeigekommen? Du bist keine von uns. Du bist ein Eindringling. Der Meister der Saleander wendet sich ab und verschwindet. Saleanders Ebene. Was ist nur ein Saleander? Oh, was kann mich jetzt da hinten verletzen und was nicht? Ich vermute mal das... Genau. Das nicht und das andere schon. Es ist ja... Hinterfotzig. Und, kommen wir da noch rauf? Vermute ich nicht mal was drinnen, oder? Ach, scheiß drauf. Zacken. Und ein Bällchen. Ach, und der Kunde wieder. Nein. Oh, krass. Aber er hat mich gar nicht getötet. Ich dachte, das ist auch so ein Instant Death, Kasper. Ja, danke. Mittelpunkt. Und übers Feuer. Jawohl, ja. Sehr schön. Schaut doch mal ganz gut aus bis jetzt. Uah. Hier unten durch. Nix drin, verdammt. Diese geizigen Schweine. Noch mehr Feuer. Da brennt der Boden. Das war knapp. Hoho, das war knapp. Glück. Oh, sehr schön. Vor allem, man sieht's auch so super. Schön, schön. Alter, tricky. Aber geschafft. Und jetzt der Kunde hier. Nix drin, verdammt. Da oben vielleicht, aber da komme ich nicht mehr rauf. Da komme ich auch nicht rein. Drüber funktioniert Mittelpunkt Checkpoint Charlie.
Jawohl, ja. Ja, jetzt läuft's doch wieder. Er ist ja auch kein Imposter. Ja, wie viel kommen denn da noch? Und ich komme da natürlich jetzt nicht mehr auf. Oh, verdammt. Das dachte ich schon. So. Aufs Binge. Holen wir uns die Diamanten hier. Jawohl. Das ist ja tricky, da ist Feuer drin. Verdammt, jetzt wollte ich auf den drauf springen, habe ich gesehen, hoppala, der brennt im Hintergrund. Mieser Scheiß. Oh, verdammt. Jetzt hat er mich doch wieder instant gekillt. Vorhin nicht? Warum denn nicht? Ey, muss man das im Video nochmal genau anschauen. Irgendwie peile ich das nicht so ganz. Entweder kommt es immer drauf an, wo man die Viecher berührt. Oder ich bin einfach blöde. So, das Bällchen. So. Checkpoint. Und schon sind wir wieder hier. Ach verdammt, ich wollte doch ganz nübe. Mann. Und tot. Verdammt. Vor lauter schnell, schnell. Ja, schnell, schnell ist immer schlecht. Level 42, Leute. Verdammt, jetzt bin ich tot. Das war dumm. Ja, geistiger Aussetzer. So, jetzt. Muss man da runter und dann müssen wir. Uah, ist das mies. So. Jetzt schauen wir mal. Immer schöne Zwischenei. So, geschafft. Da drüber. Da drüber. Da drüber. Und. Oh, knapp. Leck mich am Arsch und da ist schon das Ziel gewesen. Ah, wieder kurz vorm Ende abgekackt. Level 43, Alter, jetzt geht's ab. Und tot. Verdammt. Ja, das erinnert mich ein wenig an den einen China Sisters Hack, den wir da mal gespielt haben. Da war das auch am Anfang so, dass man über dem Feuer steht, auf abröckelndem Untergrund. Und so das Level beginnt. Mieser Scheiß. Aber das kriegen wir schon. So. Und Dream Bubble. Jetzt komme ich da oben auf. Komme eigentlich auch ganz auf. Macht das Sinn, oder? Ah, ich komme an die Seiten ja nicht rein. Verdammt. Ja, ja, ist schon recht. Das Bienchen. Diamanten. So, abgestaubt. Jetzt gucken, was da unten drin ist. Vermutlich nichts. Außer ein paar Diamanten. Ja, ich dachte es mir. Warum soll auch was drin sein? Würde das Spiel vereinfachen. Und das wollen wir ja nicht. Oh, verdammt. Ach du Scheiße. Doch genau. So, da drauf. Oh nee, jetzt bin ich tot. Scheiße. Ja, das Level ist wieder lustig. Zum Totlachen. Ist das ein Kack jetzt hier?
kommt der Erste zu. Hä? Bin doch gesprungen. Verdammt. Ja, dann eben nochmal. Ja, ich würde es ja am liebsten sagen, das Spiel wird anspruchsvoll. Und es fordert mich, aber das ist ja eigentlich überwiegend nur reine Dummheit, warum ich da drauf gehe. Wie komme ich nur über die Jungs da drüber? Verdammt! So nicht! Ja, und wieder Game Over. Und ich beende den Part. Bis zum nächsten Mal. Servusle. Eier Doschten.